Füßen, Baby. No, yeah, you, Baby. Back, ooh, you groovy, Baby. In, let's make a movie, Baby. Time, excuse me, Baby. Let's. So, ja, endlich willkommen zum Schusstest der Colt 1911 von Elite Force, die Mark IV. Und ja, ich würde sagen, fangen wir mal an. Wir zeigen mal hier den Schlittenfang kurz. Jo, einmal ziehen rein und nach vorne. Genau, und jetzt ist sie geladen. Und wir sehen hier, ist schön alles aufgebaut mit Stativ und so weiter. Und ja, dann fangen wir mal an am besten. Ne? Ist die Flasche, oder? Ja, würde ich sagen. Ui. Oh. Ui. Ja, die wurde getroffen. Wir sollten hier vielleicht... Ja... Okay, jetzt mal die Zielscheibe. Ja. Nochmal Glas. Oh. Ah, jetzt ist leer. Ja, wir gehen mal gucken, wie das so aussieht. So, ja, wir haben hier echt gute Treffer, also zwei in der Mitte. Ja, echt gut, naja. Ja, zwei in der Mitte sind gut. Ja, und die Flasche ist natürlich noch ein bisschen heil. Ja gut, war klar ich eigentlich. Ich habe versucht, auf den Hals zu schießen. Doch, hier na, doch, ein paar Dellen, ne? Ja. Ja, richtig, ein paar Dellen hat sie schon abgekriegt. Naja gut, aber... Ich darf sagen, ich habe die Brille zu Hause liegen. Aber ist schon gut getroffen. Also zwei in der Mitte hätte ich mit Sicherheit nicht so getroffen. Und das Schwarze haben wir. Ein, ja, zwei, drei, richtig. Vier, fünfmal getroffen und zwei sind daneben. Ja, genau. Ansonsten ist das eigentlich ganz okay. Ja, gut. Das war jetzt der kurze Schusstest der Colt 1911, des Colt 1911 von Elite Force. Oder also eigentlich von KWA. Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was? So, ja, erneuter Versuch auf die Flasche dort zu schießen. Sind wir bereit. Ein bisschen näher diesmal. Ja, ein bisschen näher sind und es. Und nur noch vier Kugeln. Und nur noch vier Kugeln, genau. Ja, okay, jetzt haben wir sie leer wieder. Schauen wir mal. Ja, hier. Da, ne? Ja, ja, richtig. Mal gucken. Nachher versucht ganz oben auf den Hals zu schießen, aber. Ja, richtig. Naja, gut. So, Versuch Nummer 3. Viel Spaß. Ja. Jetzt geht langsam das Gas aus. Jo. Vier Kugeln noch. Ja, die ersten paar Kugeln waren ja schon mal echt zielsicher. Danach haben wir zu... Naja, Bäumen. Hier haben wir jetzt einen. Ja, stimmt, richtig. Da oben sieht man die Punkte da und da. Und Streifschuss noch. Streifschuss, ja. Unter mir gerade Brennnessel. Genau zwischen den beiden. Naja, ja. Ja, genau. So, ja, Versuch Nummer 4. Der alte Hund will wohl nicht kaputt gehen irgendwie. Ich gehe mal ein bisschen in Deckung. Boah, hier stinkt da Gas, ey. Jo, ich würde sagen, ist doch noch ein bisschen zu kalt für die. Meinst du? Ich befürchte. Ja, ja. Mein Handy hat vibriert. Mein Handy hat vibriert. Hängt. Nee, nee, warte. Ja, ist zu kalt. Ja, da bräuchte man doch dann Wintergas dafür, aber ein paar haben wir ja auch wieder getroffen. Ding geht nicht kaputt. Aber hier oben haben wir wieder ein paar getroffen. Ob ich das kaputt krieg. Oh, so, ja, jetzt der endgültige Versuch. Wir kriegen sie nicht kaputt, also werfen sie da hinten gegen den Stamm. Ich krieg die auch nicht kaputt. Meinst du nicht? Fail. So, wir lassen jetzt mal den Handballer ran. Mal ein bisschen Flaschen drehen hier, gucken. Kann ich auch. Ich kann nicht werfen. Ne? Nein. Du hast getroffen. Shit. Die Kacke geht nicht kaputt, ne? Alter, was ist das? Ist das Panzerglas oder was? Nein, das ist eine einfache Glasflasche. Au, Brennnessel. Ist
echt nichts kaputt, ne? Also, Baustamm ist zu weich. Dein Wurf ist zu weich, du Lappen. Wie sein weich? Wie hart soll ich denn werfen immer? Ja. Jawohl! Alter! Die erste Glasflasche ist kaputt. Endlich, ey. Ich will auch. Ja, hier sieht man dann die Einzelteile der Flasche, ne? Da unten und da. Und ja, da. Und ist über ihr so hier weggesprengt, ne? Voll gesprengt, Junge. Also so von da, so bam, so weg, ne? Und jetzt versucht mal der andere sein Glück. Mal gucken, ob er es schafft. Mal gucken, ob der Alex es schafft, die kaputt zu kriegen, ne? Schauen wir mal, ne? Ja, bis dann gleich, ne? So, jetzt ist Alex dran. Mal schauen. Ich werf wieder drüber. Ah, treffen wir uns die Kamera, ne? Also, ich werf drüber, aber nicht daneben. Ja, ja. Geh ein bisschen nach vorne. Ich treff dich nicht, keine Ahnung. Nee, ich hab nur Angst vor den Splittern. Ja, das war ja schon mal ein guter Versuch. Ein guter Ansatz. So, ich gehe mal wieder ein Stück zurück, lieber. Die Kamera da vorne tut mir jetzt schon leid, wenn ich nicht hier springe. Wow! Mann, oh Mann, das war auch wieder ein schöner Springer. Aber schauen wir mal, genau da auf die Kante. Genial. Gut, das haben wir auch geschafft. Und damit bedanke ich mich für den kompletten Schusstest-Zuschauer. Ja, wie auch immer. Fürs Schuss Zuschauen. Genau, Schuss- und Wurftest. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Moment. Weißt du, ist was? Im Endeffekt ging es sich hier drum. Ja, genau. Im Endeffekt ging es sich nur darum, nicht um die Flaschen. Genau, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.